Ein schnurriges Willkommen und Zarimar bei Panty spielt Albion. Und wie ihr seht, habe ich mir für heute etwas Neues ausgedacht. Jedes Mal was Neues. Und zwar habe ich hier diesmal tatsächlich den gesamten, die gesamte Timelapse schon vorab aufgenommen. Das heißt, ich werde jetzt hier die ganze Folge lang einen Timelapse-Chat machen. Dafür haben wir dann aber am Ende auch die 750 Gold zusammen. Promise, weil ich habe es ja schon aufgenommen, tatsächlich, bevor ich jetzt hier diesen Timelapse-Chat aufnehme. Und ich gucke mir selbst die Timelapse gerade an, während ich hier rede. Das heißt, ich kann jetzt hier tatsächlich auch auf das Videogeschehen ein bisschen eingehen. Aber es dauert halt jetzt nicht. Ich habe knapp 2 Stunden aufgenommen. Dauert jetzt nicht 2 Stunden, sondern einfach nur 25 Minuten plus am Ende dann noch ein Stückchen live, wo ich dann natürlich die Sachen kaufe und gucke, was wir als nächstes machen. So, und hier haben wir eben einen Krondir gekillt. Die erste Sache, die mir so auffällt, ist, oder die mir aufgefallen ist, als ich so in das Schedule von YouTube geguckt habe, ich nehme ja die Sachen im Voraus auf, ist, dass heute der 4. Advent ist. Also an alle, die feiern einen wunderschönen 4. Advent. Mir ist auch aufgefallen, dass die nächste Folge tatsächlich genau an Heiligabend rauskommt. Wow. Ja, da muss ich mir überlegen, was ich da mache. Es wird wahrscheinlich wieder so eine Timelapse-Folge wie diese werden. Die ist da aber dann mit anderem Content. Aber dazu wird der... Hey, wenn man so nennt, jetzt Vergangenheits-Nighty, weil das Ende der Folge, was live ist, habe ich ja schon aufgenommen, bevor ich hier diesen Text einspreche, was der dann zu sagen hat. So, hier sind wir jetzt. Das war eine ziemlich gute Runde tatsächlich. Wir haben ziemlich viele Gegner, viele Kondis gehabt. Es waren tatsächlich fast nur gute Runden irgendwie. Das hatte mich ziemlich überrascht. Also ich sollte so Grinding mehr aufnehmen, wenn ihr nicht dabei seid. Also wenn ich nicht live mitrede, weil irgendwie läuft das doch ein bisschen besser. Schon interessant. Dann gucken wir mal hier, wie es weitergeht. Also wir sind jetzt hier einmal zurück. Erste Runde ist durch und dann gucken wir mal, wie viel Geld wir gemacht haben. Tatsächlich ist das für mich jetzt auch neu, weil ich kann mich auch nicht an alles erinnern, was in den 2 Stunden passiert ist. So, einmal hier ganz schnell zu Rabir rennen. War das mal? Ja, ein bisschen suchen. Genau, das war das. Ich habe den dafür ziemlich viel suchen müssen, teilweise. So, können wir hier noch durch. Und dann haben wir hier 75 Gold, genau. So, was ich auch gemacht habe, ich habe die ganzen Trainingspunkte noch nicht ausgegeben. Das mache ich dann am Ende, quasi kurz bevor wir über sie fahren, machen wir das dann zusammen, weil dann machen wir das einmal für alle Charaktere und gut ist und nicht mehr jedes Mal hier nach jeder Runde, weil ich ja jetzt nicht mehr nach jeder Runde Pause mache, Pause mit der Timelapse mache. Was ich auch mehr mache, wie man jetzt hier sieht, ich habe jetzt hier Frostlawine ausprobiert, beziehungsweise gelevelt. Ich level ein bisschen Siras Zauber, weil das auch wichtig ist. Also mir ist wichtig, dass wir mit einer bestimmten Grundstärke in den nächsten Bereich gehen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie stark der ist, wie stark die Gegner da sind. Aber was ich weiß, ist, wir werden dort keine Iskai-Waffen kaufen können, keine Iskai-Rüstung kaufen können. Wir werden keine Trifalei-Samenkörner mehr kaufen können, von denen ich jetzt in der Folge auch nochmal welche nachkaufe. Genau, ich achte also sehr viel darauf, welche Zauber ich jetzt spreche, wie ich levele. Ich level auch den Zauber Hast und so weiter. Einfach hier, dass wir dann auch, da probiere ich dann Verpilzung aus. Wie man sieht, das ist irgendwie ein bisschen verbuggt, weil eigentlich sollte der auch Schaden nehmen von der Verpilzung. Das hat irgendwie funktioniert. Also manchmal spinnen die Zauber auch ein bisschen. Was ich jetzt auch merke, während ich mir die Timelapse angucke, die ich rausgerendert habe, ist, dass der Ton irgendwie spinnt. Das heißt, ich werde den Ton von der Timelapse doch komplett ausschalten. Vielleicht, ach wisst ihr was, ich gehe her und baue einfach die Albion-Musik getrennt ein. Also ich gucke zumindest mal, ob ich da was finde und baue dann einfach ein bisschen Musik getrennt ein. Vielleicht auch einfach, wenn ich MIDI-Files habe, jage ich die vielleicht durch einen anderen Synthesizer oder so. Muss ich mal gucken. Aber hier wieder die kleine Runde über die Insel mit dem ehemaligen Gebäude der Former-Gilde, wo man dann eben manchmal noch ein bisschen Krondiers mitnehmen kann. Und ich habe auch ausprobiert, ich habe auch nachgelesen, was die ganzen Zauber machen tatsächlich jetzt nach der Runde, also nach den 2 Stunden. Bin da jetzt ein bisschen mehr informiert, welche Zauber man für was nehmen kann. Das ist auch ganz praktisch.
So, da ist wieder die Runde zu Ende und dann gucken wir mal, was wir hier kriegen. Diesmal haben wir Rabi schneller gefunden und wir sind bei 240, was eben, wenn ich mich nicht irre. So, und dann einmal schlafen gehen. Und was ich jetzt auch gemacht habe, ist, ich habe nicht gewartet bis zu einer bestimmten Uhrzeit, sondern man kann, wenn man draußen ist, einfach Rechtsklick warten, zack, und dann ist Tag. Das ist auch ziemlich gut. So, und dann gehen wir hier, wie man jetzt hier sieht, ist jetzt schon wieder ein Banyak da. Also es sind irgendwie ständig Gegner da, was ziemlich cool ist, gerade für Siras Leveln von den Zaubern. Aber wie gesagt, das funktioniert auch nicht immer hundertprozentig. Naja, muss man halt mal gucken. Also mit funktioniert nicht hundertprozentig ist, jetzt heißt hier Kondi ist geblendet, manchmal passiert einfach gar nichts. Da kommt noch nicht immer eine Meldung, irgendwie hat den Zauber abgewehrt oder so, sondern es ist einfach, ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen verbuggt ist. Was auch passiert teilweise ist, das war eben Hast, was auch passiert teilweise ist, dass während die Zauberanimation läuft, auf einmal der Rechner kurz steht und dann macht es Diet Diet oder sowas. Das ist tatsächlich auch in der DOS-Version, damals in DOS passiert. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Bug im Code. Und das Piepsen ist dann irgendwie, hier ist ein Fehler passiert, wir geben das auf den PC-Speaker aus. Also das Piepsen ist wirklich PC-Speaker, nicht Soundkarte. So wie ich das in Erinnerung habe. Hier ist es ja, weil das alles emuliert ist, das läuft ja alles in der DOS-Box. Läuft das natürlich alles über die Soundkarte am Ende. Da wird der PC-Speaker auch auf die Soundkarte emuliert. Jetzt haben wir hier also mal eine Falle gezaubert, auch mal hinten ins Eck eine. Da sieht man die dann so. Dann wollte ich Falle entfernen zaubern, weil das Ganze muss man ja auch leveln. Wobei ich mich jetzt entschlossen habe, Falle entfernen nicht zu leveln, weil das entfernt die Falle eigentlich schon von Anfang an. Außerdem ist es auch so, dass, das habe ich dann nachgelesen noch, aber da war die Entscheidung schon fest, dass ich das Fallen entfernen nicht noch level. Und zwar, dass die Fallen tatsächlich nicht von Gegnern kommen können. Also die Fallen können nur von mir kommen. Und ja, dann brauche ich auch nicht zu leveln, wie ich die Falle entferne, wenn das A immer funktioniert und B nur ich meine eigenen Fallen entschärfe. Das ist eher dafür da, wenn man eben jetzt das Gelände vermint und dann vorrücken möchte, mit Party vorrücken. Also wenn man dann in seine eigenen Fallen läuft, dann nimmt man auch selber Schaden. Und da gibt es dann tatsächlich Fallen, die später noch kommen. Ich habe mir alle Zauber durchgelesen tatsächlich, weil ich habe kein Handbuch davon. Selbst bei der, wobei hier bei GOG müsste ein Handbuch dabei sein. Ich habe das damals gekauft über die Bestseller Games. Und da war, glaube ich, auch ein Handbuch als PDF dabei. Aber wer hat sich das schreibe, liest schon ein PDF-Handbuch. Und das heißt, ich kenne das Handbuch tatsächlich nicht. Und habe, da fällt mir ein, da war, das ist noch was ich erzählen kann. Aber erstmal mit Handbuch. Daher weiß ich gar nicht, ob im Handbuch die Sachen drinstehen. So, gucken wir mal. Jetzt sind wir schon bei 350. Also fehlen uns nur noch 400 Gold. So, einmal wieder schlafen gehen, um vor allem Siras Zeugs aufzuladen. Wir müssen dann am Ende auch noch Verpflegung und so weiter kaufen. Aber das kommt dann alles noch am Ende. Also sprich, wenn wir mit dem ganzen Leveln und so weiter fertig sind. Wie gesagt, da kommt noch eine Timelapse-Folge. Und dann hoffe ich, dass der ganze Levelkram zu Ende ist. So, hier sieht man jetzt die Verpilzung, wie sie funktioniert. Und dann sieht man dann auch beim dritten Mal verschwindet der Gegner und wir haben auch kein Item bekommen. Das heißt, Verpilzung nur einsetzen bei Gegnern, die auch keine Items liefern, weil die werden quasi von den Pilzen aufgefressen, inklusive alle Items, die man kriegt. Das ist ein bisschen doof. Dafür ist die Verpilzung recht stark. Aber ja, ich hatte nachgelesen, es gibt noch andere recht starke Zauber. Es gibt noch Blitzfallen und so weiter, die man später kriegt. Oder die andere Zauberer später können. Und die können dann irgendwie extrem, irgendwie ist es 36 Schaden oder sowas machen, wenn sie voll gelevelt sind. Was schon ziemlich geil ist. Gut, das kommt aber alles noch. Hier sieht man jetzt auch schon Level ab. Wie gesagt, die habe ich dann erstmal ignoriert. Vor allem, weil wir auch schon ziemlich weit hoch trainiert sind. Ja, das andere, was ich sagen wollte, Bestseller Games war, weiß ich gar nicht, ob es das noch gibt, so ein Heftchen von, so wie ich es mir verstanden habe, von Pearl. Und das waren halt nur so alte Spiele. Ich habe da vor allem so die Monkey Island Spiele und so ausgekriegt und dann immer mit einer CD drin, wo das Spiel drauf war, mit dem Handbuch als PDF, was man sich, wie gesagt, nie angeguckt hat. Das war halt auch alles noch für DOS, ne? Also das heißt, du hast dann den PDF-Reader. Oder war das, kann sogar sein, dass es, genau, du hattest auch Probleme, an einen PDF-Reader zu kommen, weil das war ja, du musstest ja Windows haben, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß gar nicht, was PDF-Reader für DOS gab.
Aber also zumindest die Mühe habe ich mir damals nicht gemacht. War ich auch noch recht jung, muss man sagen. Und da war dann aber auch die Original-Code-Scheibe mit drin, ja, die, um Monkey Island zu spielen. Hier war es dann ähnlich. Und bei Spielen wie Monkey Island und The Dig hatte ich tatsächlich nicht über die Bestseller-Games. Aber bei Spielen wie Monkey Island und Indiana Jones vor allem, die beiden Indiana Jones-Teile hatte ich da drüber. Da war in dem Heft, das war ja wie so eine Computerzeitschrift tatsächlich, nur halt weniger News, sondern mehr eben nur über das eine Spiel. Und auch, ja, weniger redaktioneller Inhalt, sondern mehr wirklich das Spiel erklärt. Also das war so in die Richtung, statt des echten Handbuchs schreiben wir nochmal sowas Handbuchartiges neu. Hier muss ich jetzt eben die Triebverleihsamenkörner neu kaufen. Das ist mir auch gleich, was ich für einen Fehler mache. Schauen, wer es rauskriegt, bis ich es rauskriege. Ich habe es da nicht bemerkt. Wenn ihr es bemerkt, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es bemerkt habt, bevor es jetzt gleich auffällt. Mal davon abgesehen, war dann halt auch in dem Heft, also die Erklärung, wie man das Spiel bedient und so weiter, aber halt von den Leuten, die Bestseller Games gemacht haben, neu geschrieben. Und dann war auch immer noch eine Komplettlösung drin. Eben hat man es gesehen, wie diese Drehanimation ein bisschen geruckelt hat. Das ist genau das, wo dann eben so ein Fehler kommt. Und hier sieht man den Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe die Samenkörner als Dröhr gekauft und sie vergessen, Sira zu geben. Also schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das gemerkt habt oder ob euch das jetzt erst aufgefallen ist, wo ich das gesagt habe. Würde mich mehr interessieren, wer von euch, wie viele von euch genauso es nicht bemerkt haben wie ich. Ja, dann probiere ich halt hier verschiedene Sachen aus, Schlafsporen und so weiter. Ich versuche möglichst nicht den gleichen Zauber mehrfach auf den gleichen Gegner zu sprechen, weil ich habe gemerkt, dieses mit dem Bummen und Stehenbleiben passiert dann, wenn man das macht, das kann hier ja auch wieder ein bisschen Fehler gemacht. Verpilzung auf die Vanyaks gesprochen, aber hier mit einem einmal gewone-hitted, was ja jetzt auch mittlerweile der Froststurm, die Frostlawine macht. Die Frostlawine one-hitted die Level 1 Vanyaks auf höchstem Level, was auch ziemlich geil ist, wenn man so lauter kleine Gegner hat, dass man halt einfach mal so eine Frostlawine drauf knallt und dann hat man alle bis auf die starken Gegner schon mal aussortiert. Ich bin tatsächlich hergegangen, hab dann versucht, das komplette restliche Spiel mit Frostlawine zu spielen. Ja, gut, okay, ist halt kleine Kinder. Heutzutage, jetzt bin ich quasi klug genug, einfach mal reinzugucken, was die Zauber genau bedeuten und was ich alles für Zauber habe und dann zu entscheiden, hey, Moment mal, es gibt tatsächlich dann Zauber, die machen viel, viel mehr Schaden. Die will man dann natürlich viel eher verwenden als immer die Frostlawine. Das war halt so hier auf der Insel dann so der stärkste Zauber, den man konnte, und daher war das dann so der stärkste Zauber, den ich kannte, und die anderen habe ich gar nicht ausprobiert, so ungefähr. So, dann gehen wir wieder die kleine Runde. Tatsächlich gehe ich die jetzt immer in die Richtung, weil es so irgendwie einfacher ist. So, eine Runde hier oben. Und dann, wenn man hier links rumgeht, ich bin da manchmal so einen Bogen, weil hier ist an einer Stelle ein Krondir und es ist mir so oft passiert, dass ich dann zu weit, einmal eben gucken, ob da links noch was ist. Das ist irgendwie so weit links, so weit unten, dass ich mir immer unsicher bin, ob ich jetzt vielleicht den nicht doch verpasst habe. So, dann geht's zurück, da ist nochmal eine. Bam, drauf, so, und dann geht's wieder zurück. Und wieder eine Runde vorbei, und dann gucken wir mal, wie viel Geld wir jetzt gesammelt haben. Für die Triebverleihsamenkörner musste ich jetzt auch nochmal einiges an Geld ausgeben. So, rennen wir eben schnell mal rüber. So. Und dann haben wir hier 390. Also, wenn man schlafen geht, fast 400. Fehlen uns also noch 350. Ich habe übrigens beim Speichern, ich habe das ja auf mehrfach aufgenommen, beim Speichern 720 Gold das genannt und habe dann nach 720 Gold aufgehört und dann gemerkt, Moment mal, ich brauche 750 und musste dann noch eine Runde aufnehmen. Ah ja, shit happens. Ist halt so. So, ja, hier gleich drei Gegner, das ist natürlich super fürs Grinden. Da längere Pause, weiß ich gerade gar nicht, was genau war. Ich glaube, also ich bin nicht weggegangen, das weiß ich. Ich glaube, da habe ich kurz mit meinem Mitbewohner geredet, weil ich habe das aufgenommen, während wir einen Film geguckt haben. Und dann kann das halt durchaus sein, dass ich da mal kurz rede, weil wenn ich eh hinten dran dann nochmal drüber spreche, dann macht es keinen Sinn, hierher zu gehen und den ganzen Ton aufzuzeichnen. Ich habe den Ton viel aufgezeichnet, nur der glitscht irgendwie. Werde ich wahrscheinlich abschalten.
Habe ich ja schon mal erwähnt. So, und dann nochmal hier, jetzt trainiere ich gerade Hast. Es ist auch so, nicht alle Zauber haben unterschiedlich starke Wirkungen, je mehr man sie gelevelt hat. Das habe ich auch dann nach den 2 Stunden erst nachgelesen. Das heißt, ich hätte manche gar nicht leveln müssen. Licht, glaube ich, ist so einer von denen, die unterschiedlich hell machen. Und ich habe tatsächlich auch noch was nachgeguckt. Wir haben auch noch was verpasst. Das ist aber kein Problem. Das mache ich dann, bevor wir losgehen noch. Und zwar haben wir noch einen Hinweis bekommen gehabt. In dem ehemaligen Forma-Gebäude haben wir noch einen Hinweis bekommen, dass wir die 2 Quellen des Lichts mit dem Weg des Lichts verbinden sollen. Das habe ich die ganze Zeit nicht gemacht, wollte es immer machen, erst wenn ich Syrah habe. Jetzt habe ich Syrah und jetzt denke ich nicht dran, weil ich am Leveln bin. Ich habe das dann nach der Aufnahme schnell nochmal nachgeprüft. Ja, die Verbindung ist noch nicht da, das ist noch nicht gemacht. Das heißt, den Bonus, die Belohnung, die man quasi kriegt, weil man, ich glaube, Argim hieße, den Musikkristall bringt. Die Belohnung haben wir uns noch nicht abgeholt. Ich glaube, das waren Experience Orbs, die dann für die ganze Gruppe gelten, was ja eigentlich ziemlich geil ist. Wir könnten natürlich jetzt auch hergehen und können die Experience Orbs einfach lassen, weil die Level-Ups, ich glaube, das mache ich sogar, ich lasse die Experience Orbs, schreibe das auf. Ich weiß, ich komme auf die Insel zurück, aber ich kann auf die Insel zurück, aber erst spät. Dann kann ich aber eventuell diese Experience Orbs mit anderen Charakteren einsammeln. Ach, wisst ihr was? Ich gucke einfach off-screen nach, was es war. Ich probiere es einfach aus und wenn es Experience Orbs sind, dann benutze ich sie nicht. Und wenn es Items oder so sind, dann sammle ich einfach ein und nehme sie mit. Weil eventuell kann man die ja dann verkaufen oder benutzen. Müssen wir mal gucken. So, dann sind wir einmal wieder zurück und gucken mal nach. Einmal hier durchrennen und ich bin wieder zu weit gerannt. Das wird mir jetzt wieder die Suche nach Rabir. Ah, das war das, wo ich länger nach Rabir gesucht habe und dann gedacht habe, so Mensch, bin ich doof. Aber der ist halt manchmal auch total versteckt. So, dann sind wir bei 500 Gold. Jetzt fehlen noch 250. Ja, und da sind wir durch die Tür geglitscht, anstatt den Trigger aktiviert zu haben. Und was ich gar nicht ausprobiert habe, ist, ob man Rechtsklick auf die Tür machen kann zum Reingehen. Ob man quasi sagen kann, ich will die Tür aktivieren. So, und dann hier schon wieder ist der Warnjak da. Also das ist diesmal echt geil gelaufen, dass einfach ständig irgendwie die Gegner alle wirklich schon wieder da waren. Das ist, da war ich positiv überrascht, muss ich gestehen. So, dann geht's los. Ja, eine andere Sache, über die ich reden kann, ist Kameras und so. Ich habe jetzt für eine sehr, sehr lange Zeit, ich glaube in Albion tatsächlich schon immer, die Kamera ausgehabt. Normalerweise ist es so, dass ich A, meine Aufnahmen streame und B, dabei dann immer noch die Kamera einblende. Der Grund ist ziemlich simpel. Ich bin irgendwann mal hier in den Keller gezogen als Homeoffice. Vorher habe ich das Ganze immer in meinem Schlafzimmer gemacht. Und ich finde, hier im Keller ist die Beleuchtung irgendwie ein bisschen mies. Also es sieht irgendwie immer blöd aus, um die Kamera anzuhaben. Und ich habe jetzt letztens von Kollegen tatsächlich Tipps bekommen, was die Beleuchtung angeht. Weil ich habe so einen kleinen Beleuchtungsring. Das Problem ist, der ist genau über dem Bildschirm und wenn ich ihn anmache, dann blendet der mich. Ich weiß nicht, wie andere Leute das machen, ob die das Blenden ignorieren können oder so. Aber der hat mir ein paar Tipps gegeben, wie ich das auch ausprobieren kann, ohne dass ich so geblendet werde. Beziehungsweise der wollte mir nochmal ein paar Lampen schicken. Ich befasse mich ja jetzt mittlerweile auch immer ein bisschen immer mehr mit wie es Profis oder Semi-Profis machen. Und ich gucke mir da so einen YouTube-Kanal zum Beispiel an von einem, der heißt Andreas Ab. Das ist, von dem habe ich sehr viele Sachen gesehen, wie ich meine Videoschnittsoftware DaVinci Resolve benutze. Und der hat gerade jetzt auch ein Video gemacht über eine Beleuchtungstechnik, die so von dem abweicht, was man so üblicherweise tun sollte. Die normale Beleuchtungstechnik kenne ich halt nicht, das ist genau das Ding. Das heißt, mit was ich mich jetzt beschäftigen werde, ist, indem ich wahrscheinlich Bücher lese, ist A, wie mache ich das mit der Beleuchtung von der Szene richtig und wie sehe ich, ob die Szene schlecht beleuchtet ist, beziehungsweise wenn ich jetzt sehe, da ist ein Schatten, den will ich aber nicht haben, wie mache ich das, dass ich die Szene beleuchte, dass ich den Schatten loswerde und das Ganze nicht irgendwie künstlich aussieht, so 600 Gold, dass das Ganze nicht künstlich aussieht am Ende, sondern dass es eben irgendwie noch wie eine natürliche Szene wirkt. Und da muss ich mich halt nochmal ein Stück mit beschäftigen. Aber das wird auch schon. Und das zweite ist Color Grading in DaVinci Resolve. Da habe ich auch schon Video-Tutorials gesehen. Hier sieht man jetzt, dass ich die Verpilzung nutze, weil ich dich von den Gegnern eh nichts kriege und die Verpilzung halt auch mehr Schaden macht, wenn sie höher gelevelt ist. Das ist so einer von den Zaubern.
was ich damals sowieso von jedem Zauber noch angenommen habe, wie erwähnt. Color Grading ist natürlich jetzt bei den Let's Plays nicht so interessant, aber ich möchte natürlich auch anfangen, irgendwelche anderen Videos zu machen. Und dann will ich natürlich gucken, wie mache ich einen ordentlichen Weißabgleich in DaVinci Resolve. Nicht irgendwie eine Automatik nutzen, sondern eben, dass das Ganze dann am Ende auch so aussieht, wie ich will. Weil vielleicht will ich das Ganze ja mit einem leichten Farbstich haben oder so. Oder will nur bestimmte Bereiche dann nochmal ein bisschen einfärben oder so. Also wie mache ich das? Damit muss ich mich halt auch erst nochmal beschäftigen. Genau. Ich mache ja auch den Schnitt sozusagen, also ich schneide unsere alten Familienaufnahmen, die noch auf diesen 8mm Magnetbändern aufgenommen wurden, tatsächlich noch analog, nicht digital, so wie ich das verstehe. Ich habe hier eine Kassette da, 90, das ist, ich glaube, das ist ein analoges Band noch, aber eben dieses 8mm Band von Sony, nicht, genau, vor Video und Digital Audio. Das Sony-Format nicht eben auf diese Mini-VHS-Kassetten. Und da habe ich jetzt nach und nach die Kassetten quasi auf den Rechner kopiert, beziehungsweise eine Kassette aufkopiert, schneide die einzelnen Videos, die da sind. Und da sind halt auch Sachen, wo die Kamera, was halt damals eine recht teure, aber halt immer noch Consumer-Kamera war, heutzutage würde man sagen, oh Gott, was ist denn das für ein Schrottgerät? Also so von dem, was es so tut. Und es hat halt einen automatischen Weißabgleich, den man auch quasi nicht abschalten kann. Und dann passiert es halt, wenn die Szene irgendwie dunkler wird, dann dreht er zum Beispiel die Empfindlichkeit automatisch hoch und umgekehrt. Und dann gibt es so eine Szene, wo ich als Kind in so einem kleinen Cat-Car vorbeifahre und man sieht richtig, wie die Straße heller und dunkler wird, weil dieses helle Cat-Car durchs Bild fährt und dann eben die Gesamthelligkeit des Bildes, die Durchschnittshelligkeit des Bildes hoch und runter geht und er dann eben die Empfindlichkeit hochdreht. Und das heißt, ich muss quasi die Helligkeitskorrektur muss ich über Zeit verändern. Und da muss ich auch gucken, wie ich das gescheit hinkriege. Das heißt, ich muss da mehrere Pixel aussuchen, als irgendwie markieren können als Referenz, dass ich deren Farbwerte immer sehe und dann so korrigieren, weil ich teilweise durch den Pixel ja dann durchfahre, da muss ich auf einen anderen gucken, dass ich dann so korrigiere, dass immer sozusagen, ich markiere irgendwie 4 Pixel und 3 von denen müssen immer immer der gleiche Grauton sein. Oder um einen bestimmten Bereich, um diesen Grauton drumherum sozusagen. Und so soll dann möglichst das automatisch farbkorrigieren. Da muss ich mal gucken, wie das geht, ob ich das alles manuell machen muss, keine Ahnung. Das ist auch noch so ein Ding, womit ich mich beschäftigen muss. Das ist der Grund, warum ich da nicht weitergemacht habe, weil mich diese Szene sehr frustriert. Ich finde das doof, wie das aussieht. Ich meine, ich weiß, dass man da nicht mehr Bildinformationen rausholen kann, aber es ist halt trotzdem irgendwie scheiße, dass der da hoch und runter regelt und das dann im fertigen Video ist. Was ich jetzt auch gemerkt habe, das neue DaVinci Resolve, da bin ich auch begeistert von. Deswegen scheue ich mich auch nicht davor, da einfach drüber was zu erzählen, ein bisschen Werbung zu machen sozusagen. Ich habe ja die Studio-Version, also die kostenpflichtige. Das hat ein Feature, was automatisch die Hintergrundgeräusche von Dialogen entfernt. Und das ist sehr, sehr gut. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr schön. So weit, dass ich tatsächlich die Albion-Aufnahmen einfach mache auf den Lautsprecher und nicht mehr im Kopfhörer aufsetze, weil da eben nicht geredet wird im Spiel und der dann die Musik und die Soundeffekte einfach automatisch rausschneidet. Das Ganze nutzt eben eine KI, wahrscheinlich halt ein neuronales Netz, ich weiß nicht genau, was sie da nehmen, aber nutzt halt irgendein selbstlernendes System und das haben sie eben trainiert und das kriegt es super hin, die Stimme rauszuschneiden und dann die Stimme zu isolieren und die Mülleffekte sozusagen aus dem Hintergrund rauszuschneiden. Das, wenn ich mich nicht irre, ist das letzte sogar schon die letzte Runde, weil wir sind hier ziemlich nah am Ende von der Timelapse-Aufnahme. So, dann gehen wir nochmal oben rum, hier auch nochmal ein paar Gegner. Das ist, glaube ich, diese letzte Runde ist, glaube ich, das, was ich am Ende nochmal nachgeholt habe, weil ich nur 420 Gold hatte. Oder es waren 2 Runden. 720 meine ich, nicht 420. Genau, hier gehe ich jetzt her und verpilze die. Guck, jetzt eben habe ich noch irgendwelche Magietränke. Da habe ich dann gesagt, nee, habe ich nicht. Gut, weißt du was? Ich greife die jetzt so an. Und den letzten mache ich nochmal mit der Verpilzung platt. Und dann sieht selbst die Skrin-Stufe 2 kriege ich mit der Verpilzung klein. Also die Skrins sind für die Verpilzung schon gar kein Gegner mehr. Und die Grandier, da will ich die Items haben. Ich glaube, es ging darum, dass die nicht abhauen können. Deswegen habe ich sie alle umgebracht, weil es ja auch Erfahrungspunkte gibt. Anstatt die zu verpilzen und dann rennen die anderen alle weg. So, und dann gehen wir jetzt zurück und dann verkaufen wir noch und dann hört ihr gleich den
ja, für mich Vergangenheits-Nighty, für die Aufnahme Zukunfts-Nighty, hört ihr dann nochmal live einen kleinen Abschluss, ein Schlafen gehen und dann sehen wir uns, hören wir uns gleich. So, das wäre geschafft. 750 Gold haben wir gefarmt. Diesmal eben in einer Timelapse. Ich laufe mal eben schnell hin und hole mir den Speer. Und dann gucken wir, was wir als nächstes machen. Für die nächste Folge habe ich mir tatsächlich auch vorgenommen, genau dasselbe nochmal zu machen. Und ich nehme das hier jetzt auf. Ja, ja, genau. Ich muss eine Stunde warten. Ich nehme das hier jetzt auf, bevor ich den Timelapse-Chat aufnehme. Da haben wir es doch. Weil ich erst dann weiß, wie lange die Timelapse genau läuft. Und dann nehme ich das einfach live auf. Das werdet ihr aber gemerkt haben, weil ich ja dann so das Geschehen live kommentiere. So, ansprechen. Schau mal. Ich möchte die Iskay-Lanze haben. So. Und die soll direkt... Nicht so händefrei. Ach ja. Ah, die ist zweihändig. Das ist der große Unterschied. Die Lanze ist... Das habe ich nicht kapiert. Die Lanze ist zweihändig, macht 18 Schaden. Und das Schwert macht 13 Schaden, ist aber nur einhändig, dafür darf man ein Schild tragen. Ich lasse den Schild hier. Ich gehe hier eher auf den Angriff und verkaufe dann, wenn wir zum Verkaufen, weil den Schild kann die Magierin nicht verwenden. So. Mal eben rein. Das ist Krieger, das ist super. Das müsste auch das beste Stilett sein, was sie so nehmen kann. Herrlich. Okay, Fernkampfwaffen haben wir hier nicht. Was wir jetzt noch machen müssen, ist ein bisschen sie ein bisschen leveln. Vorräte kaufen, vor allem Tränke, ein paar Pfeile für Rainer und Sira wird wahrscheinlich auch noch den Bogen kriegen, weil die Bolzenschleuder hat ja nur 39 Bolzen und dann ist sie leer. Das heißt, ich werde hier auf jeden Fall schon mal den Bogen kaufen. So. Und dann werde ich beim nächsten Mal hergehen und sagen, wir machen noch ein bisschen rum. Also werden nochmal eine Runde grinden. Also für euch eine Runde, für mich so viele Runden wie nötig. Und in der Zeit werde ich eben ihre Magie etwas leveln. Ich kann eben hier das Gespräch, kann eben hier zeigen, was da schon passiert ist. Und zwar haben wir hier die Dornenschlinge ist gemaxt. Da hast du schon auf 50%. Der ganze Frostkram ist durch. Blenden muss ich ein bisschen noch lernen. Schlafsporen auch. Das Schlafsporen hat irgendwie gefühlt nicht viel gebracht. Die Dornenfalle, die manchmal irgendwie rausgeglitscht ist. Falle entfernen ist nur für uns interessant. Funktioniert scheinbar sowieso schon immer. Also lasse ich es. Das Heilen von denen scheint auch immer zu funktionieren. Verpilzung ist ziemlich geil. Hat aber den Nachteil, dass nicht nur, dass es teuer ist, sondern dass es halt die Gegner auch komplett verschwinden lässt, wenn sie sterben dabei. Das heißt, es wird kein Item fallen lassen. Das heißt, ich nehme das natürlich nur bei Gegnern, die auch eh keins fallen lassen. Ist aber schon mal ziemlich geiler Zauber. So. Abgesehen davon haben ein paar Leute Level-Ups und damit Trainingspunkte gekriegt. Da kümmere ich mich auch dann ganz am Ende drum. Ich will jetzt nicht jedes Mal nach jeder Runde dann trainieren, sondern das mache ich einmal am Ende gezielt. Knallen wir einmal alles voll und dann ist die Sache erledigt. Ich werde jetzt auch nicht grinden, bis hier alle voll trainiert sind, sondern ich will vor allem hier Siras Zauber noch trainieren und will dann eben noch ein paar Tränke kaufen, ein bisschen Vorräte nachkaufen. Ja, vielleicht, wie sieht man, Sira hat keine. Vielleicht, dass jeder so 50 Vorräte hat. Und dann, denke ich, können wir weiter. Das heißt, die nächste Folge wird dann nochmal grinden sein und danach geht es dann richtig los. Und zwar auf die nächste Insel. So, und dann werde ich sagen, ich gehe schon hier zu vorbereiten. Gehe ich schon mal hier wieder zum Häusle zum Schlafen. Also schlafen tue ich jetzt natürlich nicht, aber ich gehe schon zum Häusle. Und sag dann also bis zur nächsten Woche und ciao, miau.